glaube, dass Daily Vlogging einfach extrem anstrengend ist, extrem nervenaufreibend. Ja, und ich glaube, dass du dich auch durch Daily Vlogging ein bisschen isolierst. Casey Neistat, Roman Atwood, Girlfriend versus Boyfriend. Ja, jeder kennt wahrscheinlich diese YouTuber, das sind die Top-YouTuber, das sind sogenannte Daily Vlogger, das heißt, sie posten jeden Tag ein Video, was einerseits cool ist, trotzdem wirkt das Ganze gefahren, und zwar, dass eine Illusion entsteht. Ja, Casey Neistat hat selbst mal in einem seiner Vlogs gesagt, dass er natürlich nur die spannenden Sachen vom Tag filmt und nicht die langweiligen Sachen. Die langweiligen Sachen lässt er raus. Dadurch erhält der Zuschauer den Eindruck, ja, dass er so ein mega krasses Leben hat. Er hat natürlich ein krasses Leben, aber nicht alles, was er macht, ist so krass. Er hat auch mal Sachen, wo er einfach stumpfe Büroarbeit machen muss. Und das ist eigentlich die Gefahr von Daily Vlogging, dass einfach der Zuschauer einen falschen Eindruck erhält. Ich glaube, dass Daily Vlogging einfach extrem anstrengend ist, extrem nervenaufreibend. Ja, und ich glaube, dass du dich auch durch Daily Vlogging ein bisschen isolierst, ja, weil du hast immer, ich glaube, dass sich diese Kamera, die du ständig bei dir hast, egal ob es jetzt eine Handykamera ist, ob es jetzt eine fette DSLR-Kamera ist, ich glaube, dass die das einfach ein bisschen isoliert von der Gesellschaft, ja, weil du glaube ich, unterhältst dich gar nicht so mit den Leuten, sondern du bist immer auf der Suche nach dem nächsten geilen Shot, nach dem nächsten geilen, ja, Videoschnitt. Außerdem ist es, glaube ich, so, dass wenn man wirklich lange Daily Vlogs macht, ein bisschen Teil von seinem Leben abgibt, einen Teil von seinem Leben YouTube in die Hand legt. Ja? Man muss ständig alles mitfilmen, jede coole Szene, die passiert, muss man mitfilmen. Man muss es danach auch noch schneiden. Und ich glaube, dass man da ein bisschen die zwischenmenschliche Beziehung verliert, wenn man einfach ständig mit einer Kamera rumläuft. Persönlich wäre das zu anstrengend. Ich finde es geil, ich finde es mega, mega cool anzusehen. Aber wie eben schon gesagt, ich finde es ein bisschen unauthentisch und auch anstrengend, weil unauthentisch zum einen, weil es einfach nur die coolsten Szenen, natürlich werden nur die coolsten Szenen gefilmt und der Zuschauer bekommt dann die Illusion so, oh, der hat so ein geiles Leben, der erlebt so viel, aber natürlich filmt er jetzt normalerweise nicht, wenn er aufs Klo geht oder wenn er duschen geht. Gut, Casey Neistat macht das schon, ist aber ein verdammt cooler Typ, Casey Neistat. Aber wisst ihr, ich meine, es werden nur die coolen Szenen gefilmt, es werden nicht die Szenen gefilmt, wo mal alles scheiße läuft, zumindest nicht im Regelfall. Und deswegen kann man quasi mit Daily Vlogging oder mit Vlogging allgemein eine ziemliche Illusion erschaffen. Ja, es gibt da zum Beispiel so einen englischen Channel, weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, auf jeden Fall, es ist so ein Paar, die teilen sich den Channel und da schaut immer alles aus, als wären die tollste Beziehung aller Zeiten hätten. Und dann haben sie selber mal ein Video dazu gemacht, haben sie gesagt, so geil ist es gar nicht bei uns, weil eben die schlechten Szenen oder die schlechten Zeiten werden einfach nicht gefilmt. Und das muss sich einfach bewusst werden, dass das Daily Vlogging eigentlich nicht das ist, wie es immer ausschaut. Daily Vlogging ist cool für den Zuschauer, aber es birgt eben auch Gefahren, wie ich eben schon gesagt habe, dass man einfach sich ein bisschen isoliert, dass man einfach nur an die Kamera denkt. Ich merke das teilweise selber, wenn ihr ein Video macht, dass ihr einfach nur schaue, hey, fuck, das könnte cool ausschauen, das könnte cool ausschauen. Und ich glaube, dass bei Daily Vlogging noch viel, viel krasser ist. Viel, viel krasser. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man da wirklich noch hundertprozentig authentisch bleiben kann. Ja, wenn man jeden Tag ein Video liefern muss, man muss quasi sein Leben, selbst wenn es nicht so spannend ist, muss man es spannend gestalten. Aber man muss sich immer was einfallen lassen. Was natürlich einerseits positiv ist, weil man einfach, ja, man glaube ich sagt sich selber, hey, ich kann jetzt da nicht 2 Stunden auf der Couch chillen, ich muss jetzt was meinen Zuschauern bieten. Andererseits, glaube ich, lässt man sich da ein bisschen auch
Ja, man macht es, glaube ich, auch ein bisschen dann für die Zuschauer nur. Ja, was einfach wieder dazu führt, dass man ein bisschen Teil von seiner Kontrolle vom Leben, glaube ich, abgibt. Weil man einfach so gezwungen ist, man muss jetzt morgen ein Video hochladen, man muss ein Video drehen. Und ich glaube, dass selbst bei Casey Neistat, der die Kreativität in Person ist, dass da teilweise, dass er, glaube ich, gar nicht genau weiß, was er für ein Video machen soll. Trotzdem ist er einfach so ein genialer Filmemacher, dass egal bei welchem Thema, egal welches Thema er nimmt, dass es immer eigentlich cool wird. Hi, servus, habe ich mit auf der Welt oder sind da meine Abonnenten? Okay, passt, alles klar. Ich wollte euch nur mal kurz sagen, dass ich vergessen habe, das Outro zu machen. Also wollte euch eigentlich nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, schaut es, dass ihr es liked, schaut es, dass ihr es kommentiert und abonniert den Channel für mehr. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Training. Ciao.